Herzlich willkommen zur Session mit Alexander und Jana. Demokratieförderung durch Austausch, digitale Demokratieplattform. Schön, dass ihr da seid und ich würde jetzt offiziell an euch übergeben. Ja, vielen Dank, liebe Bea. Schön, dass ihr alle da seid. Und schön, dass wir heute ein bisschen ins Gespräch kommen, wie man eventuell Demokratiearbeit auch aus dem Offline-Bereich, der uns zwar allen sehr fehlt, aber vielleicht auch jetzt doch länger noch nach wie vor nicht stattfindet, wir werden sehen, in den Online-Bereich überführen kann. Der Alexander ist mein Kollege, der hauptamtlich Artikel 1 betreut und ich bin ehrenamtliche Vorsitzende von Artikel 1. Und würde euch jetzt mal ganz kurz durchführen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, um sozusagen diesen Digitalisierungs-Switch hinzubekommen. Alex, kannst du vielleicht die Folien teilen? Super. Und auch gleich auf die nächste weiter hüpfen. Sehr gut. Erstmal ganz kurz zu uns. Wer ist denn Artikel 1 für die, die uns nicht kennen? Wir verstehen uns als ein offenes Netzwerk. Wir sind alle irgendwie aus dem Bereich der Kommunikation, Politikberatung, Meinungsforschung und haben sozusagen in unserem Hauptberuf alle auch schon irgendwie mit Demokratie zu tun und haben uns damals gegründet, als wir so im Zuge der Geflüchtetenkrise festgestellt haben, hey, da ist echt so viel irgendwie im Kommen. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir uns hier mal ein bisschen vor die Demokratie stellen und versuchen, die ein bisschen zu stärken und zu schützen auch. Was allerdings uns auch sehr schnell klar wurde, ist, dass es einfach wahnsinnig viele und wahnsinnig tolle Organisationen gibt, die sich schon für Demokratie einsetzen und es hervorragend machen und wir da im Grunde gar nicht gebraucht werden. Also haben wir festgestellt, ein Element, das fehlt oder was ganz viele Organisationen an uns herangetragen haben, hey, uns geht irgendwann zwischendurch die Puste aus, wir können an der einen oder anderen Stelle uns nicht professionalisieren, uns fehlt hier und da ein Netzwerk und so weiter und so fort. Und das ist das, was wir jetzt im Grunde immer mehr machen. Wir verstehen uns immer stärker als sozusagen Verstärkerinnen, als Demokratieverstärkerinnen und als so eine Vitaminspritze für diejenigen, die die Arbeit schon hervorragend machen. Schalt mal eins weiter, Alex, bitte. So, und nach der Geflüchtetenkrise kam irgendwann die Corona-Krise und die hatte ja zwei Effekte. Die ist ja einerseits demokratiegefährdend gewesen. Also wenn ich jetzt so an die ganzen QuerdenkerInnen und so weiter denke, die sich ja auch zuweilen radikalisiert haben. Also die Demokratie ist sozusagen zusätzlich unter Druck geraten. Und gleichzeitig hat es aber eben den Vereinen fast die Luft abgeschnürt, weil die das, was sie so hervorragend gemacht haben, nämlich sich treffen, sich vernetzen, miteinander in Austausch kommen und so weiter, einfach nicht mehr machen konnten. Und dann haben wir uns mit den Vereinen, mit vielen Vereinen zusammengesetzt, haben gefragt, hey, wie geht denn ihr damit um? Und im Grunde kam die Rückmeldung, hey, wir sind echt gut in dem, was wir machen. Wir sind aber tatsächlich gar nicht wahnsinnig gut darin, genau das, was wir machen, in den digitalen Raum zu übertragen. Und wenn wir das nicht machen, können wir eigentlich im Moment nicht arbeiten. So, wir können uns nicht treffen, wir können nicht arbeiten und wir wissen nicht so ganz genau, wie es geht. Also haben wir uns irgendwie überlegt, wie kriegen wir denn eigentlich herkömmliche Demokratiearbeit, egal wie die jetzt aussieht, umgewandelt und in einen digitalen Raum übertragen. So, das war sozusagen unsere Zielstellung. Und auch die Frage, wie kriegen wir das denn hin, dass wir uns auch untereinander vielleicht stärken und vernetzen und voneinander lernen, auch im digitalen Raum. So, gerne weiterklicken, Alex. Und dann ist die Idee entstanden, lasst uns sowas wie eine Demokratieplattform gründen. Also im Grunde war so ein bisschen die Idee, hey, wenn ich, mir eine neue Sonnenbrille kaufen will, dann google ich das und komme auf eine Plattform und da werden mir ganz viele Sonnenbrillen angeboten und ich kann eine wählen. Für Demokratiearbeit gibt es das nicht, denn wir wissen ja auch, dass es auch viele Leute gibt, die eigentlich Bock haben, was zu machen und die auch echt Sorge haben, dass die Demokratie vor die Hunde geht, aber gar nicht wissen, wo soll ich mich hinwenden und jetzt ja auch nicht irgendwo an eine Tür klopfen konnten. So, also war die Idee, wir machen sozusagen eine Plattform, wo man Angebote einstellen kann und wo ich Angebote abrufen kann. Was wir gemerkt haben, also das haben wir jetzt gemacht, komme ich auch gleich nochmal drauf,
Das hat natürlich jetzt mal von diesem ganz unmittelbaren, irgendwie, wir schaffen es jetzt, was auch immer wir sonst anbieten, digital anzubieten, zusätzliches Potenzial, nämlich die Reichweite wird höher, die Sichtbarkeit von bestimmten Veranstaltungen oder von bestimmten Vereinen wird höher. Man kann auch super Sachen sozusagen bündeln und man kann den Austausch sowohl zwischen Einzelpersonen als auch zwischen Vereinen und zwischen beiden sozusagen ermöglichen und irgendwie fördern. Klickst du nochmal ins Weiter, Alex? Genau. Das heißt, wir haben diese Plattform gebildet, die ist da, man kann da was einstellen und man kann Formate abrufen. Gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt, ganz viele Vereine haben trotzdem Schwierigkeiten, irgendwie das anzubieten und haben ein digitales Handbuch erstellt, das total konkrete Hilfestellungen gibt. Wie mache ich jetzt mein Bildungsangebot oder mein was auch immer Angebot? Wie kriege ich das in den digitalen Raum? Und dieses Handbuch wird von wahnsinnig vielen genutzt und ist auch ein bisschen in Kooperation mit Vereinen entstanden. Also, ne, Frage, wie mache ich das und das? Und wir haben es ins Handbuch aufgenommen sozusagen und versuchen das irgendwie als einen echten Leitfaden, ist das falsche Wort, aber eine echte Stütze sozusagen anzubieten, wenn es an irgendwelchen Stellen Schwierigkeiten gibt. Und gleich noch eins weiter, Alex. Da sind auch schon wahnsinnig viele dabei. Hier ist eine Auswahl von Organisationen, die da irgendwie schon mitmachen, also vom Jüdischen Forum angefangen bis zur Konrad-Adenauer-Stiftung, also die politischen Stiftungen, die Landeszentrale macht mit, die Deutsche Nationalstiftung und so weiter und so fort. Also da sind, die AWO macht mit, also da sind ganz tolle Vereine auch schon drauf und da sind auch ganz tolle Privatleute drauf, die auch Sachen sozusagen für sich nutzen und dann da eingebunden werden können. Und noch ein zweiter. Und dann, wir haben vor der vorletzten Bundestagswahl eine Demokratiekampagne gemacht. Und eine Idee damals war, wir wollen Menschen wieder miteinander ins Gespräch bringen, wieder miteinander in Austausch bringen, die vielleicht sonst sich gar nicht mehr treffen und die es vielleicht auch verlernt haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das war der demokratisch. Also ein Tisch, wo man sich demokratisch auseinandersetzt. Und mit diesem Tisch sind wir über Jahre irgendwie da durch die Bundesrepublik getingelt und haben uns in Fußgängerzonen gestellt und haben mit denen ein Demokratiespiel gespielt. Da kann man reinkommen, rausgehen, ins Gespräch kommen, diskutieren und möglicherweise feststellen, hey, obwohl wir vielleicht bei vielen Punkten ganz weit auseinander liegen, Gespräch und der Austausch, der lohnt sich. So. Aber auch mit dem Tisch konnten wir ja nun nicht mehr durch die Republik fahren. Also haben wir sozusagen auch diesen Tisch digitalisiert und haben auch den mit auf die Demokratieplattform gesetzt. Und wir bauen das gerade auch noch mal ein bisschen stärker aus. Die Idee ist im Grunde auch hier, wir haben einen digitalen Tisch. Wir setzen uns gemeinsam um diesen digitalen Tisch rum. Und es gibt so eine Art Glücksrad. Man dreht daran, man wählt eine bestimmte Kategorie aus. Und es kann unter einer Fragestellung sein, was weiß ich, Genderpolitik oder Migration oder Rassismus oder was, also was weiß der Teufel welches Thema. Und zu dem Thema gibt es verschiedene Fragestellungen. Manche Fragen sind ganz einfach und sind auch wenig konfrontativ. Und manche Fragen sind aber dann bewusst auch relativ konfrontativ, auch ein bisschen pieksen so ein bisschen, sodass man anfangen kann, auch über bestimmte Themen zu streiten. Also, was weiß ich, Kopftuchverbot, ja oder nein, an deutschen Schulen. So, das wäre so eine Frage, wo man dann irgendwie miteinander ins Gespräch kommen kann. Das Ganze wird immer moderiert. Und in der Moderation achten wir darauf, dass eben demokratische Mindeststandards sozusagen eingehalten werden. Und wir tatsächlich wieder lernen, auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, deren Meinung wir vielleicht nicht teilen und vielleicht sogar auch richtig schlimm finden. Aber wir kommen weiterhin ins Gespräch. Und diesen Tisch haben wir eben auch in den digitalen Raum übertragen und der ist für im Grunde alle zugänglich. Das heißt also, falls ihr irgendwie mit euren Organisationen Interesse an sowas hättet, könntet ihr euch einfach an uns wenden und wir könnten gucken, können wir da für euch was machen, können wir ein digitales Austauschformat für euch, für euren Verein, für euer Themen oder was auch immer ihr sozusagen im Kopf habt anbieten. So, Alex.
Und jetzt schon ist das Ende meines kurzen Mini-Vortrags erreicht, weil ich gar nicht so wahnsinnig viel labern will, sondern viel lieber mit euch ins Gespräch kommen will. Was ist denn eure Erfahrung? Also wo sind denn eure Problemstellungen? Wo habt ihr vielleicht Schwierigkeiten, wenn ihr was digitalisieren wollt? Wo stößt ihr an eure Grenzen? Aber auch, wenn ihr so eine Plattform interessant findet, wie müsste die denn eigentlich aussehen, damit ihr die tatsächlich nutzen könnt? Also was habt ihr für Bedürfnisse? Denn wir sind in der Lage, das noch anzupassen. Ne? Wir sind in der Lage, da auf eure Bedürfnislagen auch einzugehen. Wir müssen halt nur wissen, was sind denn eigentlich eure Bedürfnisse? Wo braucht ihr ganz konkret Unterstützung? Und was könnt ihr vielleicht auch anbieten, was ihr da draufstellen könnt? Oder was könnt ihr auch sozusagen abrufen? Was braucht ihr an Formaten, Informationen, Austausch? So. Und jetzt freue ich mich, wenn wir jetzt schon mal hier in digitalen Austausch kommen.